Hallo. Hallo, Herr Wessel. Hallo, Hallo, wir sind hier heute am 14.10.2011 hier im Festzelt der Verbundschule Everswinkel. Hier ist die Einweihungsfeier des neuen Gebäudes und jetzt geht's gleich los. Es gibt heute hier verschiedene Reden von den Schülersprechern und dem Bürgermeister und von unserem Schulleiter Herr Feller. Und es gibt verschiedene Aufführungen von der Musical Gala und von dem Schulchor. Getreu dem Motto Schule erleben, hatte ich auch schon so mein erstes Erlebnis. Ein durchaus schönes Erlebnis, wie ich sagen darf. Denn die Schülerinnen und Schüler unserer Schule sind auf mich zugekommen und haben darum gebeten, die offizielle Begrüßung selbst machen zu dürfen. Weißt du, was unser Chor gerade gesungen hat? Das wird genial. Wir werden unsere Träume wahr. Träume in der Schule? Damit sind unsere Lehrer sicherlich nicht einverstanden. Aber unser Neubau, der ist traumhaft und auch genial. Damit begrüßen wir Maris Bockert und Tim Plettendorf. Sie, sehr geehrte Damen und Herren, zur offiziellen Einweihungsfeier des neuen Gebäudes der Verbundschule Everswinkel. So mancher von uns wird hier träumen. Das müssen wir jetzt schon unseren Lehrern beichten. Viele werden hier aber sicherlich auch ihre Träume verwirklichen. Und das ist es doch auch, was Schule erreichen soll, oder? Doch diese Zeiten sind vorbei. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt sind wir da, besser als es jemals war. Wir leben den Moment. Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, heute
ist ein ganz besonderer Tag für die Verbundschule in Eberswinkel und damit natürlich auch ein ganz besonderer Tag für Eberswinkel. Mit der Einweihung des Neubaus erleben wir einen weiteren glanzvollen Höhepunkt in der Geschichte dieser Schule, die voll ist von rasanten Entwicklungen und Highlights. Seit Gründung der Verbundschule im Jahre 2009 zeigte die baulichen Grenzen der Schule mehr als deutlich auf. Es war an der Zeit und es war wirklich höchste Zeit, geeigneten zusätzlichen Schulraum für wachsende Schülerströme wie auch für modernen Unterricht zu schaffen. Zukunftsträchtigkeit im baulichen Sinne wie auch in der Ausstattung waren angesagt. Umso begeisterter sind wir alle von dem, was jetzt entstanden ist und im Übrigen auch noch entstehen wird. Zunächst waren es Pläne, die wir in Augenschein nehmen konnten, die uns Hoffnung gemacht haben. Die Wirklichkeit hat unsere Erwartung deutlich übertroffen. Was fühle ich in mir? Was geht mir so nah? Es in mir, seitdem ich dich sah. Mein Mund ist trocken, es tut das Kind mir. Ich komm in Stocken, was fühle ich in mir? Weiß ich, was es ist, was mein Herz erfüllt. Ja. Grauen, nacktes abgrundtiefes Grauen. Deine Kluft, dein Kreis, dein Schauen. Jeder Blick auf dich tut weh. Alles, was du bist, vom Kopf zum Zeh, macht mich einfach krank, wenn ich dich seh. Ich pack das kalte Grauen, meine Abscheu ist fanatisch. Du bist mir so unsympathisch, dass mir grauen vor dir. Es kam über mich mit einem Schlag und ich glaube, bis nun ist es soweit. Die Verbundschule für die Gemeinde Eberswinkel
ist seit dem 7.9.2011 in Betrieb. Das, was Sie heute hier mit einer stattlichen Gebäudekubatur erkennen, ist ein, so hoffe ich, repräsentatives Gebäude geworden. Mit einer Gesamtnutzfläche von 1800 Quadratmetern. Ich habe gedacht, der Fortschritt sieht anders aus, aber okay, gut. Ich nehme den Schlüssel mal so hin und jetzt, ich glaube, wir stellen uns auf die Bühne, dann könnt ihr besser fotografieren. Dann machen wir das jetzt richtig offiziell. Verständnis ist es aber ganz wichtig, die Menschen zu segnen, den Menschen alles Gute zu wünschen, die in dem Gebäude arbeiten und einander begegnen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch im Namen meiner Kollegen tun, ihnen alles, alles Gute wünschen und Gottes Segen wünschen. Gottes Segen, das heißt, Gott möge ihr Herz immer wieder neu machen, dem anderen Menschen zu begegnen, so als sei er ich selbst. Alles Gute Ihnen. Und so werden wir jetzt gleich nach einem Musikbeitrag nach draußen gehen, die Einsegnung vornehmen. Denn ich denke, und ich merke es auch den Schülern an, so langsam folgt auch der Imbiss, dass er kommt. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Für alle Kinder und Schülerinnen und Schüler, die diese Verbundschule besuchen, Christus höre uns. Christus erhöre uns. Für die Lehrer und Lehrerinnen, die in dieser Schule an der Zukunft des Volkes mitarbeiten, Christus höre uns. Christus erhöre uns. Thank you.
Ich habe am Anfang gesagt, dass wir alle stolz sein können und uns freuen können über das, was an inneren Werten in der Schule in den letzten Jahren schon so alles entstanden ist. Ich habe gesagt, das können Ihnen die Pädagogen viel besser erklären als ich. Nee. Die Schülerinnen und Schüler können das viel besser zeigen, als man das erklären kann. Und das haben wir heute gesehen. Was da? Und das war nur ein Teil. Das ist ja nur ein Teil dessen, was entstanden ist. Und dafür möchte ich mich doch heute, jetzt insbesondere bei denen, die heute hier mitgemacht haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Das war phänomenal, fulminant, ich weiß nicht, welche Worte man da alles wählen kann. Einfach ganz große Klasse. Und dafür möchten wir alle, die wir hier sind, uns bei euch ganz herzlich bedanken.